Tag. Heute werden wir uns mit dem Thema differenziertes Lernen auseinandersetzen. Im Folgenden werden Sie erfahren, was differenziertes Lernen ist, welche Elemente differenziert werden und welche Lehrstrategien die Differenzierung unterstützen. Nun beschäftigen wir uns mit der ersten Frage. Was ist differenziertes Lernen? Differenziertes Lernen bezieht sich auf das Konzept der Bereitstellung einer abwechslungsreichen Lernumgebung für Lernende auf der Grundlage ihrer Bedürfnisse, Fähigkeiten und Vorlieben. Differenzierung heißt einfach, die Aufmerksamkeit auf die Lernbedürfnisse der Schüler zu lenken. Ein Hauptmerkmal der Schüler in den heutigen Klassenzimmern ist die zunehmende Vielfalt, was von Lehrern anerkannt und unterstützt werden sollte. Lehrer könnten Inhalt, Prozess und Produkt je nach Bereitschaft, Interessen und Lernprofil der Schüler unterscheiden. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Welche Elemente werden differenziert? Es gibt unterschiedliche Elemente der Differenzierung. Wenn wir an Differenzierung denken, sollten wir uns fragen, was, wie und warum überhaupt differenziert wird. Kommen wir zunächst auf die erste Frage. Was wird differenziert? Man kann den Inhalt, den Prozess und oder das Produkt differenzieren. Beginnen wir mit dem Inhalt. Der Inhalt besteht aus Fakten, Konzepten, Verallgemeinerungen oder Prinzipien, Haltungen und Fähigkeiten rund um ein Thema sowie die Materialien, die diese Elemente darstellen. Der Zugang zu diesen Inhalten kann von Lehrern differenziert werden. Einige Möglichkeiten sind das Verwenden von Texten oder Romanen auf mehr als ein Leseniveau, das Darstellen von Informationen vom Ganzen zum Teil oder vom Teil zum Ganzen, das Verwenden von Texten, Computerprogrammen, Audios und Videos als variierte Mittel zur Vermittlung von Schlüsselkonzepten, wiederholtes Lehren, wenn Schüler eine weitere Erklärung benötigen und andere. Prozess beschreibt Aktivitäten, die gewährleisten, dass Schüler Fertigkeiten verwenden, um aus wesentlichen Ideen und Informationen Sinn zu machen und dass sie wichtige Fakten, Konzepte und Fähigkeiten besitzen. Der Prozess kann auch differenziert werden, zum Beispiel durch abwechslungsreiche Angebote, die auf unterschiedliche Schwierigkeitsniveaus oder unterschiedliche Interessen der Schüler reagieren. Produkte sind Mittel, durch die Schüler zeigen und erweitern, was sie gelernt bzw. verstanden haben. Beispiele für Produkte sind ein Portfolio mit den Schülerarbeiten, ein Projekt zum Ende einer Einheit, eine Ausstellung mit Lösungen für reale Probleme oder ein komplexer Test. Produkte können auch differenziert werden. Zum Beispiel kann man den Schülern erlauben, dass sie dabei helfen, Produkte rund um das Lernziel zu gestalten, die Schüler ermutigen, dass sie in vielfältiger Weise ausdrücken, was sie gelernt haben, verschiedene Formen der Arbeitsorganisation ermöglichen, die Bereitstellung von Produktaufträgen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad, um der Schülerbereitschaft zu entsprechen und vieles mehr. Die zweite Frage lautete, wie kann man differenzieren? Wie man differenziert, hängt von den Merkmalen der Schüler ab. Die Autorin Tomlinson hebt drei Gründe hervor, warum ein Schüler differenzierte Arbeit braucht. Der erste Grund ist die Bereitschaft, das heißt, das aktuelle Leistungsniveau eines Schülers in Bezug auf ein bestimmtes Verständnis oder eine bestimmte Fähigkeit, zum Beispiel Mangel mit Hinblick auf die Lesefertigkeit. Warum ist die Bereitschaft wichtig? Es hat mit der Motivation zu tun. Motivation ist eine Folge der Erwartung, kann ich das machen? Und des Wertes, lohnt sich das zu machen? Wenn etwas unerreichbar ist, verliert man die Motivation, um es zu versuchen. Zur Differenzierung hinsichtlich der Bereitschaft der Schüler können Lehrer Aufgaben vorbereiten oder Lernmöglichkeiten anbieten, die unterschiedliche Schwierigkeitsniveaus haben. Einige Wege sind, den Schwierigkeitsgrad einer Aktivität so anzupassen, dass sie in angemessener Weise herausfordernd ist, Lehrer- oder Peer-Coaching, um das Denken und die Arbeit der Schüler zu unterstützen, eine mehr oder weniger vertraute Aufgabe auf der Grundlage der Erfahrung oder Fähigkeiten der Schüler anzubieten, um nur einige Beispiele zu nehmen. Der erste Teil dieses Podcasts ist zu Ende, aber bleiben Sie bitte hier. Gleich beginnt der zweite Teil. Bis dann! Created using Powtoon.